wegweisendes Urteil vom Bundesverfassungs... Paukenschlag aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat das Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank als verfassungswidrig eingestuft. Teilweise. Was das jetzt bedeutet, ob das das Ende der EU ist oder des Euros oder der EZB, all das beantworte ich Ihnen heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Friedrich & Weig Vermögenssicherung. Ja, Sie haben mich gerade tatsächlich nackt gesehen, weil diese Nachricht hat mich im Bett ereilt. Und wir sind ja alle im Homeoffice und ich musste sofort aufstehen, vor die Kamera treten, um dann zu bemerken, Mensch Marc, du hast ja gar nichts an. Vor allem, nachdem ich beim letzten Mal schon auf amüsante Art und Weise darauf hingewiesen wurde, dass ich im Schlafanzug auftrete, weil ist ja Homeoffice und so ein bisschen lockerer. Nein, Spaß beiseite. Ich fand es sehr witzig, musste echt lachen, als da einige Kommentare gesagt haben, Mensch Marc, heute im Pyjama ganz locker leger aus dem Homeoffice oder andere gesagt haben, Herr Friedrich im Schlafanzug, legendär. Es war kein Schlafanzug, trotzdem danke für den Lacher. Es war ein Nike-Pullover von American Apparel. Auch diese Firma ist in der Zwischenzeit hops gegangen, war auch ein Zombie, ja. Aber ich mag den ganz gerne und hatte ihn an. Er sah wohl aus wie ein Schlafanzug, aber ich musste wirklich herzhaft lachen. Aber kommen wir zurück zum Thema, über ein Thema, über das ich nicht lachen kann, nämlich die Aufkaufprogramme der Europäischen Zentralbank. Umso überraschter war ich dann heute mit der Hammersnachricht, nämlich tatsächlich, dass die Richter in Karlsruhe gesagt haben, dass die Aufkaufprogramme, die Anleiheaufkaufprogramme der Europäischen Zentralbank teilweise verfassungswidrig sind. Ich müsste sagen, grundgesetzwidrig sind oder, wie es die Richter genannt haben, kompetenzwidrig. Als die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats um 10 Uhr wegen der Corona-Einschränkungen nur zu fünft den Sitzungssaal betreten, haben sie Historisches im Gepäck. Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Das Prinzip der Staatsanleihenkäufe? Wenn ein Staat sich Geld leihen will, bietet er Staatsanleihen an. Die EZB kann sie ihn nicht abkaufen, denn sie darf einzelnen Staaten kein Geld geben. Deshalb kaufen andere die Staatsanleihen, Banken zum Beispiel. Deren Risiko ist dabei gering, denn sie können die Papiere weiterverkaufen an die EZB. Auf diesem Weg landet dann doch das Geld der Zentralbank in der Staatskasse. Das Prinzip in Ordnung, sagt das Bundesverfassungsgericht, aber es brauche eine ständige Legitimation durch die EZB. In den nächsten 3 Monaten muss die EZB ihre Politik gegenüber Bundesregierung und Bundestag erklären. Jetzt geht es natürlich nicht um die meiner Ansicht nach und wahrscheinlich Ihnen auch schon seit langer Zeit bekannten Anschuldigungen, dass das um sich eine verbotene Wirtschaftspolitik der EZB handelt oder dass man gesagt hat, hey, es ist verbotene Staatsfinanzierung, indem man den Ländern praktisch die Schulden abnimmt und sie praktisch direkt, indirekt finanziert, wovon wir alle ausgegangen sind, was eigentlich schon längst hätte sein sollen. Nein, da hat der Europäische Gerichtshof ja schon im Jahr 2019 gesagt, nö, alles gesetzeskonform, kann die EZB gerne so machen, ist alles im Rahmen ihres Mandats, ja. Und die Frau Lagarde hat ja in den letzten Sitzungen immer wieder betont, dass man alles macht, natürlich im Mandatsrahmen der EZB. Ja. Das hat sie natürlich bewusst gemacht, um natürlich schon mal Signale zu senden Richtung Karlsruhe, um da suggestiv zu sagen, Leute, wir suggerieren euch jetzt mal, das ist alles gesetzeskonform, wir sind im Rahmen des Mandats aktiv und nicht drüber hinaus. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Aber leider hat man nicht die verbotene Staatsfinanzierung oder Manipulation der Wirtschaftspolitik der EZB als verfassungswidrig eingestuft. Nein, leider lediglich, dass praktisch die Bundesregierung und der Bundestag die Beschlüsse nicht kontrolliert haben. What? Ganz kurz. Die Beschuldigung ist, die Politiker Deutschlands, die wir demokratisch legitimiert haben, haben die EZB-Beschlüsse nicht überprüft. Nochmal, für was seid ihr eigentlich da? Also ist es dann ein Versagen der Politik? Komplettes Versagen der Bundesregierung? Wer haftet dafür? Kann man dafür irgendjemand haftbar machen? Weil das ist doch eigentlich die Aufgabe dieses Organs,
die EZB zu überwachen, aber auch die Beschlüsse der EZB zu überprüfen und dann gegebenenfalls zu genehmigen oder zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja, Sie hören richtig. Ich war auch schockiert. Ich habe immer gedacht, das wäre im besten Wissen und Gewissen von unserer Bundesregierung, vom Bundestag verabschiedet worden, ist aber nicht so. Und ja, wer hat geklagt? Das waren dann die alten Verdächtigen, Peter Gauweiler der CSU, der ehemalige AfD-Gründer Herr Lucke, oder der ehemalige, gibt's ja noch, der Gründer der AfD, Herr Lucke, aber auch Herr Kerber zum Beispiel und Hans-Olaf Henkel, auch ein Mitstreiter der ersten Stunde von Lucke und ehemaliger Industriechef. Also, jetzt heißt es jetzt praktisch, dass jetzt alles vorbei ist, wird der Euro baden gehen. Was ist jetzt genehm und was ist nicht genehm? Schauen wir uns mal die Fakten an. Worum geht's überhaupt? Die EZB hat nach der Euro-Griechenland- und Bankenkrise im Jahr 2015 ein Anleiheaufkaufprogramm gestartet mit dem Namen PSPP, Public Sector Purchasing Program. Und seitdem hat man bis Ende 2018 unglaubliche 2 Billionen Euro ins System gepumpt. Dann war kurz Pause. Als dann im November mit dem Beginn von der Amtszeit von Christine Lagarde der Herr Draghi ihr ein kleines Willkommensgeschenk gemacht hat, nämlich er hat wieder das Aufkaufprogramm neu gestartet, obwohl gar keine Krise war, aber hey, trotzdem, man braucht die Kohle, mit 20 Milliarden Euro pro Monat. Und ich möchte nur kurz hinweisen, es war übrigens eine Prognose unsererseits, die eingetroffen ist. Mit dem Ende des Aufkaufprogramms 2018 haben wir schon verlauten lassen, liebe Leute, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es wird wieder ein Aufkaufprogramm kommen, schneller, wie wir gucken können. Und siehe da, es hat gerade mal 11 Monate gedauert, weil ansonsten wäre Südeuropa de facto bankrott. Und so hat man dann wieder ab November angefangen, 20 Milliarden Euro reinzupumpen, Staatsanleihen aufzukaufen, weil irgendwie muss sich ja Italien refinanzieren oder Griechenland oder Frankreich oder natürlich auch Spanien und Portugal. Und jetzt hat man bis zum heutigen Tage, sehen Sie hier an diesem wunderschönen Chart aus der Welt, hat man 2,216 Billionen Euro Anleihen aufgekauft. Die EZB ist jetzt schon der größte Eigentümer von italienischen Staatsanleihen mit knapp 400 Milliarden Euro. Und damit hat man aber auch das Limit erreicht. Nämlich man darf nur bis zu 33% der gesamten Anleihen aufkaufen. Und da hat man jetzt aber auch wieder einen Kniff gefunden, nämlich das neue Aufkaufprogramm, nämlich das heißt PEP, Pandemic Emergency Purchase Program. Ja, und übrigens, ganz wichtiger Hinweis, meine Followerin bei Twitter, die Frau Isabel Schnabel, eine deutsche Ökonomin, die ist zuständig für diese Aufkaufprogramme. Ja, mit der versuche ich seit Monaten zu kommunizieren über Twitter und auch viele Follower bei Twitter haben ihr schon geschrieben nach dem Motto, könnten Sie mal zu den Fragen von Herrn Friedrich bitte Antwort leisten. Ich bitte Sie auch dahingehend, gerne folgen Sie mir auf Twitter, @markfriedrich7, melden Sie sich an, da kommen immer ganz zeitnah aktuell die Informationen, wie heute auch zum Beispiel, dass die Bundesverfassungsrichter tatsächlich gegen das EuGH entschieden haben, teilweise, und dass die EZB jetzt ein kleines Problem hat, aber welches ist, werde ich gleich erklären. Und da können Sie auch der Frau Schnabel dann direkt schreiben, nach dem Motto, bitte beantworten Sie doch die Fragen von Herrn Friedrich, auch er ist Steuerzahler, auch er haftet für die Kosten der EZB und für die Aufkaufprogramme. Und es sind Fragen, die uns wirklich alle angehen, weil, wie gesagt, da wird oft vermittelt, hier, wir sind transparent, die EZB ist super, wir machen Top-Job und so, wir retten den Euro. Ja, 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 mag alles sein, aber wenn ihr so transparent seid, dann beantwortet doch bitte die Fragen eines Steuerzahlers und eines Bürger der Eurozone. Das wäre doch nur gerecht. Also unabhängig davon, diese Dame ist jetzt wirklich tatsächlich verantwortlich für die Aufkaufprogramme der EZB. Clever eingefädelt, weil wenn dann irgendwas schief geht, dann wird es natürlich einer Deutschen in die Schuhe geschoben und da wir der größte Zahlmeister sind in der Eurozone, dann, naja, den Rest können Sie sich denken. Ja, und da hat man jetzt auch nochmal 750 Milliarden in Aussicht gestellt. Davon sind bis jetzt 118 Milliarden Euro schon geflossen. Aber was ganz spannend ist, im Gegensatz zum PSPP ist das PEP-Programm, geiler Name, wie ich finde, ja, völlig intransparent, weil die EZB muss nicht berichten, was gekauft wird. Auch die Kapitalschlüssel, die verwendet worden sind beim PSPP, die werden hier nicht verwendet beim PEP. Da kann die EZB machen, was sie will. Das ist so eine Pandora-Box eigentlich, wo keiner weiß, oder eine Blackbox möchte ich schon fast nennen, wo keiner weiß, was passiert da eigentlich mit dem Geld. Und eine Ausweitung ist auch ohne Probleme, ohne jegliche Einschränkung jederzeit möglich. Also das ist wirklich der Freibrief für die EZB, zu machen, zu lassen, zu tun, was sie wollen. Und das wird ja gerne gemacht in einer Krisensituation, dass man da durch die Hintertür, wenn alle in Schockstarre sind, so wie sie jetzt,
jetzt wegen der Angst vor diesem unsichtbaren Gegner, dass man da die eine oder andere Schweinerei durchdrückt und man vor veränderte Tatsachen gestellt wird. Und siehe da, anscheinend haben die Politiker in den letzten Jahren nicht mal die Beschlüsse der EZB geprüft. Damit muss ich sagen, komplettes Versagen, 6 hinsetzen oder die Klasse wiederholen oder vielleicht sogar ganz von der Schule fliegen. Ich meine, das können sie natürlich nächstes Jahr entscheiden, wenn sie den Wahlzettel ausfüllen. Aber es ist wirklich tatsächlich so, dass wir jetzt da vor einem Riesenproblem stehen. Weil wir sehen jetzt hier die EZB-Bilanz, die ist bei unglaublichen 5,3 Billionen Euro. So hoch wie noch nie. Die EZB versucht, die Inflation anzukurbeln, um die Deflation zu verhindern. Funktioniert nicht wirklich. Und wir haften für 26,4% der gesamten EZB über die Bundesbank, weil uns der größte Teil an der EZB gehört. Das heißt, wenn andere Länder aber dann rausfallen sollten, zum Beispiel, wie... Keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel Zypern oder Griechenland sagen, hey, macht euren Scheiß alleine, wir sind raus aus dem Club, dann würden denen ihre Anteile anteilig an die anderen Länder verteilt werden. Also im Endeffekt, wenn alle Länder, die nicht zahlen können, rausfallen, dann haftet im Notfall der, der zahlen kann. Es dürfte Deutschland sein, es dürfte Österreich sein, es dürfte vielleicht noch die Niederlande sein. Das war es dann aber auch, weil alle anderen Länder sind eigentlich de facto ebenfalls pleite. Und siehe da, jetzt schon mit diesem 5,3 Billionen Euro Bilanzsumme, das entspricht ungefähr 45% der kompletten, des kompletten BIP, also des Bruttoinlandsproduktes der Eurozone. Tendenz stark steigend. Ich meine, gegen die Bank of Japan oder gegen die Fed haben wir noch viel Spielraum nach oben, ja. Ja, und durch die Billionenpakete, durch die Öffnung der Geldschleusen ist natürlich Folgendes in den letzten Jahren geschehen, nämlich, dass wir große Finanzmarktblasen gesehen haben. Weil man sieht es ganz schön, sobald die Schleusen geöffnet werden, gehen die Aktienmärkte nach oben, gehen aber auch die Immobilienpreise nach oben. Und eigentlich sind diese ganzen Aufkaufprogramme nichts anderes als eine Art Umverteilung. Das ist der größte Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschen. Das habe ich schon oft genug erwähnt. Aber natürlich auch eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für diejenigen, die schon reich sind. Das heißt, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Und die Fleißigen werden auch ärmer. Welches Buch ist nochmal so? Ah ja, stimmt ja. Unser erstes Buch, der größte Raubzug der Geschichte. Nämlich, warum die Reichen immer reicher werden und die Fleißigen immer ärmer. Und diese Umverteilung findet jetzt natürlich aktiv statt, weil natürlich steigen dann die Bootspreise und die Oldtimer und die Uhren und die gehen in die Fluchtwerte rein, also in die Sachwerte rein, um zu fliehen. Aber die breite Mittelschicht kann sich keine Immobilie mehr leisten. Deswegen ja die gigantischen Finanzmarktblasen weltweit. Deswegen kann sich kein Gutverdiener mehr in den großen Ballungsgebieten Deutschlands eine Immobilie leisten, außer er verschuldet sich bis zur Halskraus. Und irgendwann wird halt der Stecker aus dem System gezogen. Und diese Umverteilung oder diese unfaire Verteilung von Vermögen schafft natürlich Ungleichheiten in der Kluft zwischen Arm und Reich und nimmt ihnen die Möglichkeit, adäquat fürs Alter vorzusorgen, weil die EZB hat ihnen auch was weggenommen, weil durch den Nullzins und teilweise Negativzins zahlen wir jetzt natürlich mehr. Wir können nicht mehr adäquat fürs Alter ansparen. Bausparverträge, Lebensversicherungen, aber auch natürlich Festgeld gibt es de facto nicht mehr. Da lohnt sich nicht mehr. Und da ist man dann gezwungen, ja, spekulativere Investments zu tätigen. Aber das heißt, die Altersvorsorge ist in Gefahr. Das heißt, die EZB enteignet uns, beraubt uns unserer Altersvorsorge und schafft volkswirtschaftlichen Schaden natürlich, indem sie einfach die Umverteilung und die Ungerechtigkeit vorantreibt durch eine fatale Notenbankpolitik und parallel, wie ich das schon im zweiten Buch geschrieben habe, einen brandgefährlichen Nährboden schafft für Extremisten und Populisten. Also die Sache ist ja auch, wie demokratisch ist denn überhaupt die EZB? Ich meine, ein Gouverneur von Portugal oder von kleinen Ländern wie Malta oder Zypern haben genauso eine Stimme wie jemand von Deutschland. Ich meine, Malta-Deutschland ist ein Unterschied von 251 Mal. Ja? Also Deutschland ist 251 Mal größer. Trotzdem zählt die Stimme vom EZB-Gouverneur von Malta genauso stark wie die vom deutschen Gouverneur im EZB-Rat. Also so richtig demokratisch klingt das natürlich meiner Ansicht nach nicht. Aber Fakt ist, dass das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nicht die verbotene Staatsfinanzierung oder das Eingreifen in die Wirtschaftspolitik angekreidet, sondern lediglich, dass die Bundesregierung und der Bundestag nicht die Beschlüsse der EZB überprüft hat. Dahingehend muss ich jetzt leider enttäuschen. Es wird jetzt nicht das Ende des Euros bedeuten, weil jetzt wird die Bundesregierung und der Bundestag halt sagen, ja, okay, wir gucken es uns an, abgehakt und weiter geht's. Das heißt, die Anleihekaufprogramme werden weitergehen, vor allem auch, weil das PEP-Programm zur Bekämpfung der Pandemie, aber auch natürlich eventuell die Corona-Bonds gar nicht Teil des Urteils waren. Corona-Bonds, kurz erwähnen, da mache ich auch ein extra Video. Wenn die Corona-Bonds kommen sollten, was nichts anderes ist wie die Euro-Bonds, ja, die eigentlich nur einen anderen Namen haben, dann weil es einfach
besser klingt und weil wir alle in Schockstarre sind und Angst haben vor dem, was da kommt, ist nichts anderes wie eine Art Bankenrettungsprogramm für die Banken in Europa, in Spanien, in Italien und so weiter, weil die haben nämlich natürlich viel Geld zu verlieren. Das sehen Sie auch an diesem Chart hier. Die europäischen Banken sind auf einem 33-Jahres-Tief. Die deutschen Banken haben 88 Milliarden im Feuer, die italienischen 320 Milliarden. Und das heißt, wenn der Corona-Bond kommt, dann ist es wieder nur eine versteckte Aktion, um die Banken in Europa zu retten, auf Kosten der Steuerzahler. Clever eingefädelt natürlich, weil wir das ja nicht sehen. Reine Augenwischerei und weiter eine Manipulation gegen Demokratie, gegen uns Bürger. Da müssen wir in Zukunft, wie gesagt, genauer hinschauen. Deswegen mache ich diesen Kanal hier auch, damit Sie wissen, was hinter den Kulissen abläuft. Bitte teilen Sie das Video jetzt schon. Folgen Sie mir bei Twitter, folgen Sie uns bei YouTube. Lassen Sie hier bitte ein Abo da, damit Sie in Zukunft auch immer zeitnah informiert werden, um zu wissen, was da draußen geschieht und wie Sie sich auch davor schützen können. Weil, nochmal, die Lösung ist tatsächlich, umso mehr Geld die drucken. Und wenn es auch noch dann praktisch juristisch legitimiert ist, dann sollten Sie Ihr Vermögen in Sicherheit bringen. Dazu habe ich viele Videos gemacht. Schauen Sie bitte in die Playlist, wo ich Ihnen sage, in welche Werte Sie einsteigen können, um Ihre Kaufkraft, um Ihr Vermögen zu schützen gegen den Wahnsinn des Gelddruckens, weil durch Gelddrucken wurde noch nie eine Krise gelöst, auch dieses Mal nicht. Auch da werden wir sozusagen bald eines Besseren belehrt werden. Ja, und wenig amüsiert hat natürlich die Europäische Union reagiert, und zwar die EU-Kommission direkt. Die hat gleich verlauten lassen, hey, für uns sind nur die Urteile des Europäischen Gerichtshofs bindend und alles andere ist uns Schnutzpieps egal. Ihr könnt in Karlsruhe da machen, was ihr wollt in der Provinz. Luxemburg ist entscheidend, weil, ganz einfach, europäisches Gesetz immer über nationalem Gesetz steht. Genau, das ist der Punkt. Und das hat man nochmal ganz deutlich verlauten lassen, ganz nach dem Motto, ihr könnt entscheiden, was ihr wollt, ist uns wirklich auf gut Deutsch, scheißegal, wir machen sowieso unser Ding. Ne? Es ist wirklich das Ziel, nationale Gesetzesgegebenheiten auszuhebeln, nach dem Motto, ein großer Staat, der EU-Staat, der meiner Ansicht nach nie kommen wird, weil das bricht die Gräben weiter auf, weil jetzt natürlich der Vertrauensverlust immer größer wird in die Institutionen, nicht nur in der Bevölkerung, sondern jetzt auch schon bei den einzelnen Staatsorganen, die sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Das geht uns dann doch ein bisschen zu weit. Und das ist der erste Anfang. Das Endspiel der Notenbanken geht weiter. Wir werden weiterhin eine Insolvenzverschleppung sehen. Wir werden weiterhin Anleihekaufprogramme sehen, vor allem unter dem Deckmantel PEP, des PEP-Programms. Davon werden Sie noch viel hören, weil da muss die EZB nicht offenbaren, in was sie investiert, wie sie investiert, wie der Kapitalschlüssel ist und so weiter. Weil den Kapitalschlüssel hat man einfach abgeschafft. Ja, also wir sehen, wie peu à peu einfach Regeln und Gesetze außer Kraft gesetzt werden, von oberster Stelle am laufenden Band es Gesetzesbrüche gibt, um das Konstrukt, dieses künstliche Konstrukt Eurozone, Euro am Leben zu erhalten, im Endeffekt auf Kosten der Bürger. Es geht nur um Zeiterkauf. Man wird das System nicht retten können. Ich bleibe dabei, bis 2023 wird dieses künstliche Währungsexperiment scheitern mit immensen Schäden und immensen Kosten für uns alle. Und ja, das werden wir leider live erleben. Sie können sich jetzt schon darauf vorbereiten. Schauen Sie gerne unten in die Beschreibung, in die Kommentare rein. Bereiten Sie sich vor, und ich bin natürlich gespannt, was sagen Sie zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes? Gibt es Ihnen Hoffnung? Ist es der Anfang einer Wende, dass die Richter sich vielleicht endgültig in Zukunft weiter gegen den Europäischen Gerichtshof entscheiden und dass sie jetzt wirklich der EZB auf die Finger hauen und schauen und sagen, so geht es nicht, liebe EZB. Wird die Bundesbank sich dem sozusagen auch anpassen? Und was macht die deutsche Politik? Wird die in Zukunft ihrer Arbeit nachkommen und tatsächlich die EZB-Beschlüsse überprüfen oder nur abhaken und weiter geht's im Programm. Also, ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Ich würde mich freuen, wenn Sie hier ein Abo da lassen, wenn Sie dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn Sie es teilen mit Freunden und Bekannten, die den ganzen Irrsinn da draußen noch glauben. Aber hey, wir alle werden immer mehr. Die Menschen wachen auf. Auf gut Deutsch, was hat Assauer gesagt? Wenn der Schnee schmilzt, kommt die Scheiße nach oben. So ist es auch hier. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber Sie sind live dabei und Sie können sich jetzt schon darauf vorbereiten, weil es wird mehr Scheiße nach oben kommen. Davon können Sie ausgehen. Das wissen wir alle. Und ich versuche Sie hier up to date zu halten mit natürlich vielen wertvollen Daten und Fakten, mit Witz und Humor. Auch das ist wichtig, damit Sie auch mal lachen können. Und auch danke, dass Sie mich zum Lachen gebracht haben bezüglich meinem Pullover. Ja, war wirklich ein Pullover, kein Schlafanzug. Und wenn Sie wüssten, was ich jetzt unten anhab, oder was ich nicht anhab, dann würden Sie jetzt schauen. Nein, Spaß beiseite. Bleiben Sie tapfer, bleiben Sie gesund, bleiben Sie wachsam. Und natürlich denken Sie immer daran, auch wegen dem Bundesverfassungsgericht. Hätte ich nie gedacht, dass ich jemals sagen werde, aber hey, here we go. Ist die Welt da draußen besser, als wir glauben? Herzlichst, Marc Friedrich.